Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode Mario Kart vs. The World. Und jupp, wir machen heute ein Turnier, wie ihr gerade schon gesehen habt, anhand der Punkte. Ihr denkt ja nicht, dass ich mit 0 Leuten spiele, hoffentlich. Nope, wir sind mal wieder bei Domtendo im Turnier drinne. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Man hat halt hier keine Ahnung, mit gegen welche Leute man spielt, welches Level die sind oder sonst irgendwas. Und irgendwie dauert es gerade ewig zu starten. Hallo. What the fuck? Okay. Das war jetzt nicht unbedingt perfekt. Wenn man keine Ahnung hat, wann es losgeht, das ist echt schwer. Ach, von mir aus. Nehmen wir erstmal das hier mit. Erstmal ist es wichtig hier. Speed ist wichtig, ja. Speed kann man als wichtig erachten, denke ich. Ey. Das war fies. Okay. Lassen wir mal Yoshi in Ruhe. Keine Lust auf Yoshi. Und ich werde gleich sowas von viele Panzer abbekommen. Oder nicht? Dankeschön, Yoshi. Okay, gehen wir mal. Wow. Das, hä? Okay. Machen wir das mal so. Ist vielleicht besser. So ganz leicht besser. Und da hinten kommt ein Stern. Ha. Du musst die Uploadrate wohl doch noch verringern. Ich dachte, ich könnte mit... Oh, no. Dammit. Dann nehmen wir es einfach so hin. Why not? Dadurch, dass wir Dritter waren, ist unser Blitz schneller weggegangen und wir konnten diesen kurzen Moment noch ausnutzen. Jupp, jupp, jupp. Ich bin jemand... Willi? Dankeschön. Oder auch nicht. Nicht Dankeschön. Das war ein Nicht-Dankeschön. Ja, irgendwie ist es gerade sehr laggy. Komisch. Könnte aber wirklich an meiner Internetleitung liegen. Also muss überhaupt nicht an Nintendo oder sonst irgendwas liegen. Oh Gott, Willi? What? Das ist ja unfair. Was zur Hölle? Das ist... Wow. Schneller als der Pilz? Really? Verdammt. So, nächste Runde vielleicht mit etwas weniger Lag. Wow, braucht hier Mario Kart viel Upload. Naja gut, es ist ein Rennspiel. Aber trotzdem. Ihr wisst gar nicht, wie stark man solche Spiele manchmal ja, optimieren kann. Wie viel Daten eigentlich tatsächlich wenig. Ja, oder wie viel da man eigentlich einsparen könnte bei Games. Andererseits, es sind schon viele Daten, nur ganz ehrlich, selbst eine 6000er Leitung ist schon sehr viel Möglichkeiten an Upload, wenn es ja, ein bisschen komprimiert passiert. Also, man redet hier halt nicht von irgendwelchen... Oh, damit. Vergesst immer wieder, dass ich damit nicht abkürzen kann. Bam, bam, bam. Normalerweise braucht man da für ein... Ja, wie soll man das am besten erklären? Come on. Really? Damn it. Kein Item? Okay. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, es ist schon viel. Aber wie gesagt, das sind, ja... Programmdaten, also das sind Positionsangaben und so. Da kann man schon sehr viel sparen, je nachdem, wie man es überträgt. Oh. No! Oh, ich wollte da oben bleiben. I couldn't. I really couldn't. Was war das? Da habe ich gerade nichts gesehen. Und ich bin Fünfter und keine Chance, gerade schneller zu werden. Ha. Diesmal habe ich wohl recht kompetente Leute erwischt. Auch gut. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier ja eine Herausforderung. Bam, bam, bam. Hi. Oh, come on. Dankeschön. Ah. Thank you. Oh, den wollte ich doch eigentlich haben. Ich, oh. That's dumb.
Wow. Hi. Ist er mir tatsächlich gerade ausgewichen oder meine ich das nur? Und. Damit. Ich konnte nichts damit anfangen, aus irgendeinem Grund. Das war ein komisches Driften. Von mir aus. Wow, ich bin Achter. Sieht gerade nicht so aus, als ob ich irgendwas dagegen tun könnte. Also vielleicht hier mal kurzzeitig rumfahren. Mit einem kleinen Boost dann zumindest noch Fünfter werden, aber wow. Ja, die Leute sind hier schon relativ heftig. Ja, aber ja. Ich weiß ja nicht, was da alles noch über das Netzwerk übertragen wird. Ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, dass im Mario Kart Teilen eigentlich, also Wii, und da weiß ich es zumindest und hier eigentlich auch, geschieht sehr viel auf eurer Wii-Konsole. Das heißt, der Server hat nicht so viel Arbeit, es wird nicht so viel übertragen, eigentlich. Dachte ich das, sollte es so sein. Und ja, ich kann mir da zum Beispiel gut vorstellen, das muss es überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen oder sowas. Aber sehr wahrscheinlich werden dann zum Beispiel die Cards und so, die eure Mitspieler benutzen, werden nicht jede Sekunde übers Netzwerk übertragen, sondern das wird einmal am Anfang des Spiels übertragen. Und dann nur noch die Position und vielleicht gerade in welchem Status das Card gerade ist und welche Items es halt hat und die Position der Items. Aber ja, das sind halt alles Positionsangaben. Berechnet wird das alles auf eurer Wii U. Und ja, daher kann man leider sehr viel Schwachsinn damit betreiben. Es ist sehr laganfällig, auch wenn ihr einen lagenden Mitspieler habt. Nicht nur, wenn der Server eine schlechte Verbindung hat, was normal ist. In Online-Spielen. Ne, in dem Fall ist es auch, wenn einer der Clients eine schlechte Verbindung hat, dann kriegt ihr das zwar nicht bei jedem zu spüren, sondern nur bei dem einen, aber das kann halt das Spiel ziemlich beeinflussen. Ich meine, jemand, der die ganze Zeit rumleckt, ist einfach nicht treffbar. Zumindest nicht bewusst. Und das wird man merken, egal ob man das jetzt möchte oder nicht. Und ich weiche schon wieder aus. Ich hasse diese Strecke sowieso. I hate it. Dum dum. Das ist so die Theorie zumindest dahinter. Wie das dann hier tatsächlich gemacht wurde, keine Ahnung. Da wird Nintendo auch sicherlich der Sicherheit wegen wenig dazu sagen. Wobei, die besten Sicherheitsmechanismen sind die, wo man nicht geheim halten muss. Das ist sogar eine der Prinzipien, könnte man sagen, von modernen Sicherheitsprinzipien, zumindest was die IT angeht. Na, werfe ich mal nach hinten. Bam, 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 bam. Was das im Prinzip bedeutet ist, wenn ihr im Netzwerk unterwegs seid, dann könnt ihr jedem eure Verschlüsselungstechnik und so sagen. Das heißt noch lange nicht, dass irgendjemand, ach, come on, damit was anfangen kann. Sowas wie RSA-Verschlüsselung oder ja, generell eigentlich die meisten heutzutage benutzten Internetverschlüsselungen benutzen Verfahren. Selbst wenn ihr die Verfahren kennt, heißt das noch gar nichts und knackbar sind die nicht, wenn man sie richtig benutzt. Knackbar sind sie an ein paar Stellen, aber nicht an dem reinen Verschlüsselungsmechanismus. Das funktioniert nicht. Hopp, bam, bam. Zum Beispiel. Ach, damit. RSA-Verschlüsselung, wenn ich es jetzt nicht gerade komplett verwechsle, was passieren kann, aber. basiert auf Primzahlen. Ist so angelegt, dass es mit heutigen Computern irgendwas um die 100 oder 1000 Jahre dauern würde, um das tatsächlich dann zu entschlüsseln, ohne den richtigen Schlüssel dafür zu haben. Ja, beim Schlüsselaustausch, da kann halt was passieren, je nachdem, wie man das macht. Aber ihr versteht es wahrscheinlich gerade recht wenig, aber keine Ahnung. Ich suche gerade etwas Interessantes, zumindest für mich, zum drüber reden. Und ja. ich habe heute übrigens gerade, oder also von euch aus gesehen, am Freitag mein Zeugnis abgeholt für mein Studium. Deswegen kam ich da irgendwie gerade gedanklich drauf. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch denn eigentlich auch
in die ähnliche Richtung geht, in eine ähnliche Richtung, also angewandte Informatik. Wer von euch sich auch für Informatik interessiert oder irgendwas in der Art eben macht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich. So. Und los geht's auf einer Hautstrecke. Wow, heute bekomme ich. Heute habe ich kein Levelglück. Vielleicht werde ich heute mal die Abkürzung benutzen. Oder zumindest versuchen, denn ich mache mir da sonst eh gerade wenig Hoffnung. Wow. Bam, bam, bam. So, das war perfekt. Da kann man wenig dagegen sagen. Naja, für die Abkürzung braucht man einen Pilz. Wenn ich erster bin, dann brauche ich das nicht. Aber das wird nicht so bleiben. Also, bleh. Braucht man dafür einen Pilz? Eventuell kann man die auch so benutzen. Ha. Wow. Nope. Keine Lust hier. Oh, come on. Bitte. Nope. Da ich das hier nicht als... das mag ich hier genauso wenig als Abwehr-Item. What the fuck, Game? Gib mir mal irgendwas Gescheites. Bam. Natürlich kann es auch durchaus abwehren. Das ist keine Frage. Hoffentlich. Bam, 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 bam. Naja, egal. Lassen wir es mal dabei. So. Jo, er benutzt die Abkürzung. Und wird deshalb auch erstmal vor mir bleiben. Dum, dum. Wow. Auch gleich. Aber immerhin habe ich einen ordentlichen Unterschied zum Drittplatzierten. Oh, damit. So. Wow. Das sollte ganz gut klappen. Jupp. Oh Gott, aber ich kann es nicht retten. I'm sorry, guys. Naja, die Chance, dass er es jetzt nochmal bekommt. Huch. Ich wollte eigentlich nicht so knapp fahren. Da muss man runterspringen. Ich weiß es, damit. Aber ich bin hier gerade Erster. Ich sehe hier irgendwie gerade keiner... Damit. Ich habe alle weggeworfen. Ich sehe gerade keinen Grund, eine Abkürzung anzuwenden, die ich nicht hundertprozentig kenne, weil ich gerade Erster war. Nee, verdammt. Gerade war. Vergangenheitsform. So, ja, ich habe tatsächlich mal eine weitere Strecke gewählt. Freiwillig. Naja. Die anderen, ein paar der anderen wollten sie auch. Aber trotzdem kann ich mich diesmal nicht beschweren. Das war meine freie Entscheidung, diese Strecke zu wählen. Da habe ich immerhin einen Episodentitel. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, einen einfachen Episodentitel hinzukriegen. Aber ich meine, eine Mario Kart Folge an sich unterscheidet sich halt einfach nicht so arg von anderen Mario Kart Folgen. Trotzdem da einen passenden Titel zu finden, das ist nicht leicht. Bam. Ich gebe mal einen Boost, während ich noch in der Luft bin. Oh, damit. Ich habe mich gedriftet. Ich dachte, ich drifte. Ja, das sind auch noch vier. Nicht gut. Vor allem, da die anderen drei schon relativ gut zu sein scheinen. Den hier gerade nichts anrichten kann, wenn ich jetzt schon offensichtlich einen Fehler gemacht habe, leider. Machen wir es hier mal. So. Halten wir gleich den Drift bei. Oh, ein Bullet Bill? Wirklich? Auf dem dritten Platz? Ja, es kommt wirklich auf Entfernung an. Nope. Wow. Na toll. Das ist deine Schuld. Ah, ist natürlich länger Unverwundbarkeit. That's not good. Gott. Da kommt wieder einer. Der müsste eigentlich vor uns drankommen. Oh, damit. Ja. Das Ding ist ja, mit Sternen kann man auch mal kurz abbremsen, wenn irgendwas nicht passt. Man ist beinahe sofort wieder auf Maximalgeschwindigkeit. Man verliert also nur, naja, minimal Zeit. Ich kann ja gerade echt nichts tun. Bleib mal in der Luft.
Und vor allem fahre ich auch gerade wie ein Bescheuerter. That's not good. So, versuchen wir es. Damn it. Ja, okay, das war. Das war nicht gut. Naja, gibt's halt. Damn it. 21 Punkte. Ich mag Rennen mit zu wenig Leuten nicht. Naja. Das war's dann soweit von mir für heute. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr wollt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.